Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt, was wir tun, ist besonders. Nicht, was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen. Abenteuer nachjagen. Aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. In unseren dunkelsten Stunden. Hilfe! Wenn das Leben an uns vorüberzieht, finden wir etwas. Etwas, das uns antreibt. Das uns weitermachen lässt. Ja, Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu Tomb Raider oder Tomb Raider, dem Reboot der, ja, langjährigen Reihe um die hübsche Darstellerin Lara Croft. Dieses Jahr ist endlich das Reboot gekommen und wir zocken das Ganze jetzt auf der PlayStation 3 und ja, ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ich freue mich wirklich schon sehr drauf. Ich bin gespannt, wie gut es denn am Ende gelungen ist. Und wir befreien uns jetzt hier erstmal. Alles klar. Diese Szene kennt man ja schon aus einer E3-Präsentation 2011, glaube ich sogar. Bevor wir jetzt richtig anfangen, habe ich eine Frage an euch.
Und zwar, was ist eigentlich eure liebste weibliche Videospiel-Protagonistin oder, ja, Figur einfach? Muss nicht unbedingt Hauptfigur sein, sondern einfach in Videospielen. Was ist eure Lieblingsweibliche Videospielfigur? Das würde mich echt interessieren. Meine, wenn ich so überlege, entweder Bonnie McFarlane aus Red Dead Redemption, weil die ist echt schon eine taffe Braut, aber ich glaube, ich würde mich für Faith von Mirror's Edge entscheiden. Also würde mich echt freuen, wenn ihr das mal in die Kommentare schreiben würdet. Denn das ist, glaube ich, so eine Frage, da hat jeder was zu sagen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Oh Gott. Nein. Nein, nein. Was ist das hier? Okay. Was ist bloß passiert? Moment. Fackel, neue Ausrüstung erhalten. Das war laut. Ich bin gespannt, wie die deutsche Stimme von Lara Croft sein wird. Wird ja von Nora Schirner gesprochen. Ich bin skeptisch. Weil, ja, immer so Schauspieler dann synchronisieren lassen, das geht nicht immer gut. Ich bin gespannt, wie sie das gemeistert hat. Nein, er muss mich gehört haben. Oh, verdammt. Überlebensinstinkt. Okay. Da haben sie sich wohl aus dem eigenen Hause bedient, aus Square Enix, hier bei Hitman Absolution. Die Frage ist natürlich, wie zünden wir das jetzt an? Aha. Okay. Also was man schon mal sagen kann, die Grafik ist echt wirklich sehr, sehr gut gelungen. Und besonders auch die Feuereffekte. Ach du Scheiße. Willenskraft, finden Sie einen Weg hinaus. Oh, nicht schon wieder. Oh, die Flut. Ich muss schnell hier raus. Okay, das ist eine Bombe, das ist eine Bombe. Ach du Scheiße. Okay, da können wir nicht hoch. Moment mal, ich habe so den Eindruck, dass die Stimme ein bisschen leiser ist. Als alles andere. Dialog. Hä? Warte mal. Untertitel sind an. Im Hauptmenü gab es noch mehr zur Auswahl. Da gab es noch einen Punkt mehr. Machen wir es mal so. Was ist das denn für ein Ding?
Ich glaube, die Dinger müsste ich wieder anzünden irgendwie. Seil wahrscheinlich. Oh fuck, nicht so. Oder erstmal wieder alles anfackeln. Ja, da wird der Pyromane in dir echt geweckt. So, bringt das was? Ah. Muss ich dann noch irgendwas anzünden? Aua, aua, aua! Ist doch weh. Ah, vielleicht muss ich den Korb da oben oder diesen. Ja. Dieses Teil da runterschieben noch. Zusätzlich. Aha. Irgendwas hält es auf. Alles klar. So, und jetzt das Ding nochmal öffnen sozusagen und dann kann der ganze Müll da durchfließen. Und macht uns wahrscheinlich den Weg frei. Shit! Boah, ich dachte schon, ich bin ein bisschen zu früh abgesprungen, aber es ging auch gerade so gut. Alter, woher... Fuck! Boah, sind die Tode brutal. Okay, das konnte ich gar nicht ahnen, dass ich da noch einen Knopf drücken muss. Besonders welchen auch noch. Lass los, du Mistkerl! Alles klar, man versteht schon, warum das Spiel ab 18 ist. Kommt schon, Lara.
Was ein geiler Anfang. Was, auf was für einer Insel sind wir eigentlich gelandet hier? Die Bucht ist voller Wracks von Schiffen und alles. Und sie ist komplett im Arsch sozusagen. Leute, das war's jetzt erstmal für den ersten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte denkt dran, ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr zu meiner Frage, die ich am Anfang gestellt habe, was ist eure liebste Videospiel, eure liebste weibliche Videospielfigur? Würde mich echt interessieren, schreibt das doch mal bitte, bitte in die Kommentare. Zudem bitte ich euch, ist für euch nur ein kleiner Klick, ja, aber bitte bewertet das Video, wenn es euch gefallen hat, natürlich nach Daumen nach oben, wäre super, ist eine super Unterstützung für das Projekt, für den Kanal. Ja, so kann man das Let's Play einfach einer größeren Masse präsentieren. Je mehr Bewertungen, Kommentare und so weiter, bin ich ganz ehrlich, desto höher wird man in der Suche angezeigt. Ganz ehrlich, das ist der Grund. Und wie gesagt, es ist eine super Unterstützung. Somit zeigt ihr mir auch, dass ihr Bock drauf habt. Und ja, genug der Laberei. Wie gesagt, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Und ich bin gespannt auf eure Meinung zur weiblichen Videospielfigur. Vielleicht ist ja auch diese liebliche Dame, Lara Croft. Und ja, Leute, mit diesem wunderschönen Ausblick, nein, Spaß, verabschiede ich mich, haut rein und tschüss.